Moinsen, zurück zu Minecraft, hier bei uns, würde ich mal sagen, ne? Dann kommt hier schöner, ja, ein schöner Querbalken hin, kein Vertikalbalken. So. Hier kam, glaube ich, einfach normaler Stein rein, oder? Hier war ein Fenster. Und hier war kein Fenster, hier war einfach bloß Stein. Hier war einfach bloß Stein. Hier. Wie war das hier? Hier waren Mauern drin, ne? Hier müssten Mauern drin gewesen sein. Genau, hier waren schöne Mauern drin. Ja. Wir müssen hinten eigentlich genauso abschließen. Ach, das sieht bloß so aus, ne? Die tun das auch sogar, aber irgendwie. Da sticht es mir hervor, wahrscheinlich. Aua, wegen dem Licht. Wahrscheinlich wegen dem Licht. Möglich. Nein, ich will dahin. Dankeschön. Und hier müssten das auch Mauern gewesen sein. Glaube ich. Ach nicht, hier war das, glaube ich, auch. Nee, Moment. Falsch, ich hab Scheiße erzählt. Ich habe totalen Scheiß erzählt. Die Mauern kamen ja erst oben. Auch hier kamen ganze Blöcke rein. Genau, ich habe gerade wieder vollkommen Müll erzählt. Und gefailt bis zum Tode. Ach Mensch, wie kann ein einzelner Mensch nur so doof sein? Ja, das geht. Kann passieren. So viel zum Thema Doofheit. Dann machen wir hier schon mal zu. Dass hier auch nichts reinläuft. Was hier nicht reinlaufen sollte und darf. Fuck. Nein, das Stein, Alter. Das Stein, Digga. Das Stein. Was ist mit das Stein? Ja. Ich bin auf jeden Fall Deutscher. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Trotz meines bescheidenen Deutschkenntnisses. Mit meiner bescheidenen Deutschfähigkeit. Verdammt. Hier, komm. Und nochmal aufs Maul geworfen. Weißt du, schön ist, weißt du? Das mache ich nicht mit Absicht übrigens. Das ist, ja. Das Fenster kann hier bis ein bisschen hochgehen. Das ist egal. So, dann ist dann hier aber. Hier ist nochmal so ein Kränzchen. Quasi ein Kaffeekränzchen. Und hier. Ich bin so ultra dämlich, ne? Ich muss mal ganz kurz spicken, Moment. Es tut mir leid. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber es tut mir wirklich leid. Huch, ich bin unten. Okay, Moment. Das habe ich mit Holzbalken gebaut. Okay, alles klar. Dann stimmt's doch. Moment. Dann stimmt es doch. Scheiße. Das heißt, das muss da eh noch höher gebaut werden. Verdammt. Ich brauche noch mehr davon. Ich muss mal alles an Fichtenholz mitbringen, was ich habe. Und vor allem mal den ganzen anderen Bims hier mal ablegen, dass das Inventar mal freier wird und nicht so voll ist. Voll mit Scheiß. Von dem keiner weiß, welchen Nutzen der mit sich bringt. So. Nochmal einen kleinen Reim eingeschmissen, einfach weil ich es kann. Und ich heiße nicht Matthias übrigens. So, was habe ich alles dabei? Ich habe einen Haufen Mist dabei. Falsch. Hier, da kommt der Scheiß rein. Sand. Kommt der Scheiß rein. Das Ei. Ja, komm damit rein. No, noch ist es sinnlos. Eigentlich keine Essenszutat.
Aber vielleicht kann man ja irgendwann sich die Eier mal braten oder so. Das wäre ja eigentlich langsam mal überfällig. Was wollte ich gerade machen? Schlafen wollte ich, okay. OG, mit G geschrieben. OG. Ey, OG, OG. OG, Alter. OG. So, ins Bett. Oh, mein, ein neuer Soundtrack. Gott sei Dank, es gibt mal neue, ein paar neue Sachen hier. Fuck, au, ja. Meine Steißbeine und alles brechen schon tausendmal. So, eine falsche Kiste. Passende Kiste, aber das wird nicht reichen, denke ich. Das wird nicht reichen. Und auch die Erde wird als Fundament, doch, Moment. Noch ein bisschen was ist ja da. Noch ein bisschen was ist da. Noch ein bisschen was ist hier und da. Und dann werde ich erstmal gucken, wie hoch ich das nochmal baue. Wie hoch soll es werden? Nicht zu hoch. Obwohl, das ist ja ein Turm. Schön erstmal wieder was fressen. Rein in den Hals. Erst langsam nimmt es doch Form an, oder? Hier. Man kann zwar noch nicht wissen, was es wird, aber bald wird es der Fall sein, dass man es weiß, was es wird. So, wie hoch soll das denn überhaupt werden? Das ist jetzt natürlich die Frage der Fragen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, so hoch wird die Etage, welche aus Stein besteht. Und das andere, das werden wir sehen, wie hoch das dann wird. Das ist ein Fünfer. Fuck, uch, Glück gehabt. Fast wäre ich ganz nach unten geflogen. Geflogen. So, dann kommt dann hier schon die Querbalken rein. Lala. Mundharmonika. Ist übrigens auch eine Frau mit ziemlich starker Gesichtsbehaarung. Ist die Mundharmonika. Ja, die Witze, die fangen schon wieder an. Die schlechten Witze. So, die oberste Etage wird, glaube ich, nochmal ein Viererblock werden, ne? Huch. Also nicht ein Vierer, sondern... 1, 2, 3, 4, genau. So, hier nochmal hoch. Au! 1, 2, 3, 4. Au! 1, 2, 3, 4. So, rüber. Noch den äußersten Kranz bauen. Aha. Du liebst mich nicht, sie liebt mich schon. Ihr kennt den Text wahrscheinlich von diesem Da-Da-Da-Lied. Also wirklich meisterhafte Lyrik von damals, aus den, was war das, 80er Jahren? Da-Da-Da. Ja, wie sowas Erfolg haben konnte, ist mir bis heute schleierhaft, aber ja, war eine andere Zeit damals. Au, au, ah, fuck. So, da oben kamen jetzt Mauern rein. So war es aber dann, tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, das ist zumindest schon mal ein Thumbnail, auch wenn es noch nicht vollständig ist. Man kann es... Ach, das stimmt, Moment. Mir fällt gerade noch was ein. Das war ja alles entrindet, ich Vollidiot. Komme ich hier mal ran? Scheiße. Oh, doch nicht. Diesmal habe ich mich wirklich nicht aufs Maul gelegt. Was ist denn da los? Lernkurve ist auf jeden Fall da. Wenn es auch schon fast steil ist. Sie ist zumindest vorhanden. Huch. Und auch nochmal von außen muss das nochmal alles schön entrindet werden. Zack. Muss ja auch alles ordentlich aussehen hier. Hier ist alles schon, ne? Bloß die äußeren Balken noch nicht. Und dann nach oben noch. Da muss ich nochmal kurz ums Gebäude rum. Nicht rein, sondern drumherum. Dankeschön für nichts. So. Hier könnte man was hinmachen, aber nö. Warum? Warum auch immer. So, hier geht es dann weiter. Und nochmal diesen Querstreben hier. Zack. Und auch hier nochmal schön zack alles die Rinde abschlagen für bessere Optik.
Einheiten. Optik ist das A und das O. Zumindest hier beim Bauen. Die Funktion ist zwar auch wichtig, aber die Optik ist halt eben auch ein großes Manko, ne? Eine große Mango. Und hoch. Und rüber. Und ja, nicht nach unten fallen. Denn das könnte tödlich werden aus der Höhe. Wenn ich dann nach da ganz unten falle, da, das müsste, glaube ich, tödlich sein. Mal gucken, ob es passiert. Es wird bestimmt passieren. Ich kenne mich doch. Zack. Moment, fuck. Ist ja auch noch was? Ja, da oben ist überall noch was in den Ecken. Moment. Das haben wir gleich. Und auch hier haben wir es gleich. Natürlich fängt es an zu schiffen, wenn ich gerade am Bauen bin. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? So, jetzt kann ich mich auch langsam... Autsch. Ich könnte auch schon mal gleich das hier oben reinbauen. Ich vollpfeife. Moment. Alles klar. Ein Fall für den Fachmann. Mehr Fach als Mann. Mehr Mann als Fach, wollte ich sagen. So, jetzt kommt nämlich hier dann schon die Mauern rein. Ja, aber klar, dass das passiert. Hier geht's nicht, aber hier schon. Moment, hier mal drüber. Ich leg mich so am Arsch, Alter. Ich bin froh, wenn das hier gebaut ist. Der Turm ist das Nervigste von allen hier gerade. Einfach da man im Survival nicht fliegen kann. Könnte man das, wäre das gar nicht so ein Pain in the Ass, aber man kann es halt nicht, darum. Hoffentlich habe ich genug Mauern dabei. Typisch DDR quasi. Hoffentlich genug Mauern dabei. Damit jemand abhauen kann. So, schön zuziehen. Schöne Steinoptik. Und oben kommen dann Zäune rein. Aber das kommt dann erst, wenn es soweit ist. Denn da werde ich auch noch eine ganze Ecke mehr von den Fichtenholz brauchen. In der Hoffnung, noch welches da zu haben. Autsch. Ja, es war nur eine Frage der Zeit, ne? Es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Jetzt noch ein ganz kurzes Treppchen bauen, dass ich da auch wieder hoch kann. So, zumachen hier den Lachs. Den Lachs mit Kräuterbutter, so. Ein Mäuerchen, ein wunderschönes Mauerwerk. Zu ist es. Jetzt. Was kommt jetzt? Das Dach könnte ich schon mal bauen. Dafür brauche ich aber momentan erstmal das hier. Und dann brauche ich vor allem das hier. Und jetzt brauche ich einmal das und nochmal Halbsteine, die ich aber auch gerade nicht hier habe und auch kein Holz habe. Ach, wie doof. Nochmal zurück zum Haus. Nochmal zurück zum Haus. Die alte Laus. Übrigens, ja, das Dach ist mir ein bisschen zu klötzlich, ne? Es ist Minecraft. Ja, es ist aber irgendwie, könnte ein bisschen anders sein. Ich weiß aber nicht, wie ich es anders bauen soll. Meine Nase, ey. Scheiße. Heute wieder besonders schlimm. Moment. Wo haben wir es denn? Wie viel habe ich denn davon noch da? Noch ein bisschen was habe ich da. Habe ich noch was schon in der hölzernen Kiste drin? Ja, doch habe ich. Davon aber nicht so viele. Das heißt, ich brauche noch ein paar Schlepper, die Schlepps. Und damit kann ich dann mein Dach endlich zu Ende bauen. Kurz zum Crafting Table hochgehen. Und noch ein paar davon. Ich weiß halt nicht, wie viele ich brauche. Ja, komm, was soll es denn? Dann kann ich nochmal, glaube ich, meine Bambusfarm nochmal anschmeißen. Einfach weil ich es kann, ne? Einfach weil ich gerade die Zeit dafür da. Moment, nee. Es wird gleich Nacht. Verdammt! Dann mache ich es einfach danach. Dann mache ich es einfach danach.
schön viel Aussicht, ne? Es wird bald noch etwas mehr werden und vor allem kommt der Stein da weg und da kommt ja ein ordentlicher Erdboden rein. Das nervt mich irgendwie so ein bisschen, dass das hier nicht so, dass das so offen ist, weißt du? Aber irgendwie, ihr wisst doch, wie es ist. Es geht einfach nicht anders. Das ist das Problem gerade, dass es einfach nicht anders geht. So, schön pennen. Und schön ausruhen. Ugh. Huch. Fuck. So, ich habe jetzt das Zeug fürs Dach dabei. War so klar. Es war einfach so klar. Den Zaun bräuchte ich aber noch. Moment. Habe ich denn da noch welchen da, zufälligerweise? Zufälligerweise. Ich habe sogar noch genug davon da. Mensch, wie praktisch so ein Lager sein kann. Und der Regen ist vorbei, ist noch viel schöner. Aber die Pfützen sind alle noch da. Das ist, ja gut, bis das Grundwasser alles aufnimmt, das dauert ja eine ganze Zeit. Bis dahin sind wir aber schon fertig wahrscheinlich. Denn viel ist ja nicht mehr. Es ist ja bloß noch das Dach, dann das Dach vom Turm und die obere Turmetage. Mehr ist nicht viel, sagt er. Es ist noch verdammt viel eigentlich. Hier könnte auch übrigens schon mal eine Fackel rein. Einfach für Licht und so. Meine Nase, Alter, später. Die geht mal wieder echt auf den Sack. So, wie baue ich denn das Dach nochmal? Da habe ich auch eine ultra krasse Idee gehabt fürs Dach. Und theoretisch, ich habe jetzt keinen. Ach, Mensch. Ich muss noch mal ganz kurz ein paar Bäume fällen, Moment. Es tut mir leid, ihr armen Bäume. Das hier ist mir auch alles zu dicht, hier noch zu dicht, ne? Dafür, dass es so nah am Haus ist. Wo ziehe ich nochmal einen hin? Ich glaube, hier kann nochmal einer hin. Nicht zwei, sondern bloß einer. Und dafür nochmal hier einer, weißt du? Der kann auch nochmal ganz kurz mit weg. Hä? Und der? Und der. So, dafür kommt hier nochmal einer hin. Nochmal hier ganz abwickeln, nochmal da einer ans Ufer. Und hier drüben nochmal ein, dass es nicht ganz so dicht wird. Ein bisschen dicht darf es gerne sein, aber nicht zu sehr. Denn sonst wird's Mist. So, dann habe ich jetzt wieder genug von dem. Wo ist das Holz? Hier, da ist das Holz. Zack. Und dann nochmal hier drüben ein. Zack. So, jetzt kann's Dachbauen beginnen. Wo habe ich das Zeug? Schon alles auf Hand. Sehr gut. Ja doch, kann man doch schon anbieten, oder? Doch, kann man. So, dann kommt das nämlich hier hin. Das ist die äußerste Treppenreihe. Damit das ein schönes, nicht ganz so spitz zulaufendes Dach, aber ein ja, so halb spitz zulaufendes, einseitiges Dach werden. Nicht so wie ich sonst immer ein Dach baue, dass es von beiden Seiten zuläuft, so zentral spitz zuläuft, sondern es ist eher so. Moment, ihr werdet es gleich sehen, wie es aussehen wird. Ungefähr so wie hier, wie jetzt hier, und dass es halt immer weiter bis zur Mauer zuläuft. Bis zur Mauer. Nee, Alter, ich bin doof. Wann bin ich doof? Jetzt kommt überhaupt der hier hin. Alter, meine Nase bringt mich heute wirklich echt um, ne? Und ausschnauben vor dem Mikrofon mache ich halt nicht, darum tue ich mich einmal gerne etwas muten, weil das halt wirklich keiner hören soll. Dafür, das ist das Normalste. Okay, da muss sogar nochmal normaler Stein rein, fällt mir gerade ein.
Und keine Mauern, ich Vollidiot. Da kommt normaler Stein rein. Ach, ich bin so doof. Ich bin so dämlich, ne? Es ist unglaublich. Und ich habe auch noch Arbeit, weißt du? Und andere nicht. Ich bin so unglaublich dumm, ne? Ja, ist halt, ja. Ist halt, wie es ist. Kaum spielt man, schon ist das Gehirn ausgeschalten. Ja, Let's Play ist mit Brain, sage ich dazu mal, ne? Das war mal mein alter Slogan gewesen. Mein alter Slogan, Paul, war das. Es war so klar. Es war so scheiße klar, dass es passieren wird. Ja, also Dummheit hat einen echten neuen Namen. Und zwar meiner. Hä? War das denn jetzt gerade ein Delfin oder was? Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen. So, aber jetzt mal bitte richtig und nicht so falsch. Ach Gott, warum bin ich so dämlich? So dämlich war ich nie. Das ist so ein falscher Liedtext, aber es ist mir scheißegal. Huch. Hier kommt ja noch normaler Stein rein. Ach, ich bin so unglaublich bescheuert. Wie kann man denn eine Sache so verkacken? Das ist mir ein Rätsel. So, dann schön hier. So viel zum Thema Verkacken übrigens. Wunderbar klappt das mit dem Verkacken, ne? Und das immer wieder. Das wieder und wieder und immer wieder. Scheiße, ich brauche mal ganz kurz ein Brot. Ein Brot haben. So, Stein in eine Schnellleiste und dann los hier. Aber wie das weitergeht, dann doch erst beim nächsten Mal. Und bis dahin, gehabt euch wohl, wie immer und tschüss.